Folgendes. Ich sehe eine Welt aus Steinen. Nein, nein, hör zu, wir hätten Dinosaurier und Piratenschiffe und Geister vielleicht. Ja, Geister! Wir bauen eine Stadt und Autos genauso schnell wie die Originale. Und wir nennen es Lego Valley. Okay? Aussieht. Machen wir. Und damit willkommen zur zweiten Expansion von Forza Horizon 4 Lego Speed Champions. Willkommen in Lego Valley. Ach, Scheiße, das ist abgedreht. Oh, okay, Lego ist einer. Alles safe. Existenz von unidentifizierten fliegenden Lego-Objekten weder bestätigen noch abstreiten. Diese Information ist streng geheim. Na sicher doch, mir sowieso. Ich kann ja alles geheim halten. Ups, achte auf Dinosaurierknochen. Ah, bei 300 km/h kann das auch schon mal weg sein, also. Horizon an Flugkontrolle, er bitte lande, erlaubt es! Ach, gar nicht knapp. Okay, das finde ich bis jetzt schon mal ziemlich cool. Mein Auge ist gerade ein bisschen überfordert. Da war es vielleicht auch, das ist so zu sehen, aber eigentlich richtig geil zu fahren hier. Und weiter geht's hier im Mini. Der Lego Speed Champions Mini. Nicht mehr ganz so Mini. Okay. Bis jetzt nach den ersten paar Minuten Lego Expansion. Ich find's geil. Hätte ich nicht erwartet. Mein Espayama war ja auch ziemlich groß über diese Expansion. Und ist es immer noch. Deswegen habe ich da ein bisschen rausgehalten und eigentlich hat nichts so gesagt. Weil ich einfach mal probieren wollte. Gerade auch aus meiner Zockergruppe, gerade so was ich so crazy das macht, ich fand das eigentlich richtig scheiße. Ehrlich gesagt, Lego. Und mega kacke und ist auch scheiße, macht doch keinen Spaß und Wir sollen es erstmal spielen. Dann werden sie ihre Meinung vielleicht nochmal ändern. Ach, Gänge mit dem Ding, ach du Scheiße. Jede Menge Bausteine und Minifiguren. Und du. Okay, ist hier lang. Das ist eine Lego-Stadt, das ist irgendwie schon cool. Muss ich sagen. Was hat denn der für Mode drin, der Mini, Alter? Weiß ich gerade nicht. Oh Gott. Ah, meine guten Bäume sind wieder da. Lego-Geister, vor denen musst du dich nicht fürchten. Ah, Mist. Sie sind einfach vorgedrängelt. Gleich das Festivalgelände. Wart ab, du wirst staunen. Ja, ich war erster, ja, ganz klar. Haben alle gesehen. Und der erste Erfolg. Willkommen zu Lego Speed Champion. Wie findest du das neue Gelände? Sick, oder? Ja. Wir haben dir ein neues Haus besorgt. Naja, so ungefähr. Dafür kriegst du den besten Platz des Festivals. Okay. Ich glaube, das könnte echt cool werden. Hallo, Fabian. Hier ist es, Horizon Lego Valley. Das ist kein Traum, sondern eine traumhaft kreative Partnerschaft. Lego braucht einen Speed Champion und das Festival braucht Meisterbauer. Und du brauchst einen Ort zum Leben. Das hier ist die Grundplatte, auf der du dein eigenes Meisterbauerhaus errichten wirst. Mhm. Hört sich interessant an.
Ich bin echt mal gespannt. Aber mit Haus errichten? Also, das hört sich ziemlich cool an. Dass man auch so sein eigenes Haus immer weiter aufbaut, wenn man ja, weil sich Teile findet oder so, kann ich mir vorstellen. Dass man vielleicht irgendwie Teile erst in der Welt suchen muss und sein Haus daraus zusammenbaut. Das könnte, glaube ich, ganz cool werden. Wenn das Spiel ja auch mal weitergehen würde. Weil aktuell sehe ich hier nur einen schwarzen Bildschirm. Ihr gerade auch? Und ja, passiert da jetzt auch mal was, oder? Drück mal A, Start. Okay. Warum passiert da gerade nichts? Bestes Spiel, wirkt im Hintergrund, ne? E3, wisst Bescheid. Okay, hier passiert offenbar nichts. Dann würde ich sagen, ich starte mal das Spiel neu. Und wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich jetzt zurück und wir gehen mal aus unserem Haus, wenn man das so nennen darf, raus. Und wieder tolle Musik, die wahrscheinlich wieder die Gamer geschützt ist oder bla bla bla. Deswegen kommt die leider direkt aus. Jetzt ausmachen eigentlich. Okay, geht anscheinend noch nicht so wirklich. Ah, so. Ah, danke. Oh, neuer Radiosender sehe ich gerade. Aha. So, dann gucke ich ja mal auf die wunderschöne Karte und guck mir erstmal die Karte an. Die Map, okay, natürlich bunt, aber ist auch cool hier so ein bisschen im Lego-Design. Doch, sie ist schick gemacht. Aktueller Fortschritt, sammle noch 200 Steine, dein erstes Lego-Haus zu bauen. Okay. Also das Ziel ist wahrscheinlich erstmal Steine zu sammeln. Ich glaube bei Fortune Island waren es, glaube ich, teilweise Sterne, die man sammeln musste oder irgendwas. Ich weiß es gar nicht mehr. Blizzard Modern war es auf jeden Fall so, da muss man Sterne sammeln. Um weiterzukommen, glaube ich. Und hier anscheinend passenderweise Lego-Steine. Okay, man kann nicht so weit rauszoomen. Dann so ein bisschen ein kleiner Wüstenabschnitt. Okay, dann geht's. Ah. Okay. Habe ich gecheckt. Da geht's hier zum Mainland, aber wir machen erstmal hier eine Veranstaltung. Was haben wir denn hier? Unentdeckter PR-Stand. Wir machen mal eine unentdeckte Strecke. So, jetzt glaube ich mal das Klügste hier zum Anfang. Noch was Besonderes auf der Karte? Ne, wir fangen erstmal damit an. Würde ich einfach mal so vorschlagen. Der Mini geht ab. So, Cockpit an sich. Ach Gott. Sieht gut putzig aus. Hallo Fabian. Ich hätte dir noch sagen sollen, dass das Ganze diesmal etwas anders abläuft. Alle Veranstaltungen und Stunts auf dem Gelände sind schon für dich freigeschaltet. Du musst sie einfach nur finden. Okay. Dann machen wir das mal. Stimmt. Okay, das Ding zählt also Rallye Monster. Okay. Nehme ich einfach mal so hin. Wer kennt es nicht? Diese schönen Rallye-Autos und dann halt was aus Lego. Warum auch nicht? Aber sieht man was denn? So mit den schönen großen Scheinwerfern. Hätte auch kein sowas aus Lego gehabt. Ich meine, ich hatte auch viel Lego. Ich habe sehr gerne mit Lego gespielt. Mit Lego wird echt geil. Viele coole Sachen, die man aus Lego machen kann oder mit Lego. Oder auch an sich Sets, die es schon gibt. Ist auch sehr viele coole. Schalten muss.
Gas geben wir nie. Ah, er hat kein Topspeed. Gut. Okay, das muss ich mal ganz kurz nochmal machen, damit es ein bisschen schöner aussieht. Ist auch nicht schön, aber egal. Okay. Bisschen länger geradeaus fahren, nicht so gut für mich, weil kein Topspeed. Aber Kurvenlage ist gut. Ein typischer Fahrmetzgeling. Sagt Kurvenlage ist gut, 5 Sekunden später fährt er gegen die Mauer. Alles gut, nichts passiert. Okay, dann sieht der Platz natürlich nicht ganz so gut. Ah! Das gibt Gas Mini. Der Sound ist echt geil beim Ding. Was ist denn das für ein Motor, ey? Ich bin echt so gefühlt alles umfahren oder was? Dieses Geräusch dabei. Wie sie diese Lego-Steine auseinander macht. Oder wie die so umfallen. Das ist echt. Das ist geil. Nein, nicht überholen. Schatzi! Nein! Wird nicht, ist aus. Schnucki kurz. Ich bin ein Siebter geworden. Ich glaube, ich spiele noch auf Profi. Und wieder auf Experte Runde erstellen, würde ich mal sagen. Ja, immer diese Ford Cheetah Autos, das ist ja unglaublich. Hätte ich ein Ford gefahren, ich hätte auch gewonnen. Ja, safe. Da bin ich mir sehr sicher. So, keine Stufe aufgestiegen. Ja gut, mein Level ist sowieso hoch genug. Das Geld kann sie sicherlich auch sparen. Okay. Oh. Ach du meine Güte. Ah. Da gibt es Steine als Belohnung für alles hier. Interessant, und es gibt hier ein paar davon. Alter, wie viele sind denn das hier? Achso, ja. Na gut, dann denke ich. Hier gibt es ja voll viele Sachen. Okay. Okay. Ah, der ist cool. Querfeld eine Rundstrecke. Das könnte doch eher was für mein Auto sein. Ich nehme mal wieder den Benny hier. Ich habe noch keinen anderen, aber dann kann man wahrscheinlich entweder gewinnen oder sich eine Automesse kaufen. Der jetzt noch nicht nachgeschaut. Aber der Mini, der passt ja auch zu uns. Zu mir. Ist auch ein kleines Auto. Ich fahre ja auch persönlich ein kleines Auto. Natürlich ist mein echtes Auto nicht aus Lego. Es wurde auch schon von einigen realen Autos quasi ein Lego-Auto nachgebaut. Also vom Senna war es auf der E3 jetzt, wo die Expansion vorgestellt wurde. Dann glaube ich auch von Bugatti Chiron gibt es ein Lego-Modell in Originalgröße. Da wurde nachgebaut. Das glaube ich ein McLaren 27S auch oder so. Ich meine, allesamt sind die Modelle schwerer als die echten Autos. Bei mir gehört zu haben, so ein 27S oder so. Ich glaube, der wird, glaube ich, dann echt irgendwie so 1,
3 Tonnen, 1,4 Tonnen. Das Lego-Modell wurde, glaube ich, irgendwie so 1,6 Tonnen oder irgendwie sowas. Bei uns in McLaren war das. Kann jetzt auch der Sender gewesen sein. Weil das war das Lego-Modell schwerer als das echte Auto. Bei gleicher Größe. Nein! Ich bin dumm. Das wollte ich doch gar nicht. So. Nochmal neu starten will ich. Mal gucken wegen Schwierigkeit. So, vielleicht mal einen Ruder stellen können. Genau, Experte reicht doch eigentlich. Ich bin ja eben ein Experte und kein Profi. Wow. Gestrecke Mari. Warum bremst du denn hier? Ich hab Nasen. So, das kriege ich auch noch. Ich will jetzt mal gewinnen hier. Zweiten Rennen. Und halt der richtigen Rennen. Ich mag das Handling echt an sich auch von den Untergründen. Also man merkt auch, wenn man jetzt mit diese grünen Noppen fährt, das merkt man. Fühlt sich gut an. Oh, ein bisschen weit außen, Fabian. Kuh ist abgekommen. Ich. Oh, schön. Ja, genau, die Kurve. Schön smooth. Aber hier den Ziel gerade. Driften hier. Und den Wagen noch tiefer legen kann. Oh Gott. Aber es ist lustig. Macht sogar echt Laune. Hätte ich nicht erwartet. Ich denke mal, die meisten werden auch in ihrem Kindesalter mit Lego gespielt haben. Oder es zumindest kennen. Ich habe noch von keinem gehört, der Lego gespielt hat, dass er Lego nicht mag. Ich mögen so gefühlt alle Lego, die es gespielt haben. Hier war es abgeschlossen. Na wunderbar. Ja, das ist abgeschlossen. Ja. Was haben wir denn hier Schönes? Wo geht die Straße eigentlich lang? Hä? Achso, die endet hier. Der Flughafen. Kann ich hier auch alles umfahren oder wie ist denn das hier? Okay. Was soll denn, da geht ja alles hier umzufahren. Flugzeug glaube ich auch nicht. Nee, das Geräusch gerade gegen das Flugzeug gefahren bin. Ach, leckt wieder so ein bisschen so das Kind im Manne. Ja gut, Manne, relativ. Vielen Dank für deinen Flug mit Lego Airways. Bevor wir starten, stelle bitte sicher, dass dein Sitz vollständig zusammengebaut und dein Lego-Hai sicher im Gepäckfach verstaut ist. Mein Lego-Hai? Wieso denn ein Hai? Was ist denn damit? Ziemlich merkwürdiger Kerl. Aber doch ein PR-Stativ vielleicht. Ah, ja, lädt mich wieder an der Party ein. Oh, wir haben Drag Race. Das will ich machen.
200 Metern rechts. Ist das eine Schaltung oder so? Ja gut, Hände sieht man an der Karte leider. Oh doch, der hat Hände. Aber die fassen entweder. Ja gut. Geht ja auch nicht anders. Schaltgeräusch ist auch so lustig. Das ist. Ich bin auf jeden Fall sehr fröhlich dabei. Wenn es so weitergeht, wird es hier, glaube ich, kaum Momente in dieser Expansion geben, wo ich irgendwie sauer auf irgendwas bin. Allein schon dieses Lego zu sehen, das macht mich irgendwie wieder froh. Komm, Ready Monsters. Ich meine, in der Beschleunigung war der eigentlich ganz gut, der Wagen. Dann gehen wir jetzt hier auf den Sack, Mark. Eigentlich müsst ihr ja doch wissen, dass ich aufnehme. Ja gut, ich meine, das ist doch vielleicht noch ein bisschen untypisch Uhrzeit zum Aufnehmen. Wir haben es jetzt am Donnerstag 23:01 Uhr. Ja gut, in 6 Stunden 50 Minuten stehe ich ungefähr auf. Ja, kann man machen, ne? Ich nehme gleich noch eine Folge auf. Ha, nicht letzter. Ja gut. Boah, haben wir sogar alle die gleiche Zeit, ey. Mensch, Mensch. Das sind echt gute Fahrer gewesen. Millisekunde gleich. Bin ich ein Zufall. Jetzt würde ich sagen, ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Auch ein bisschen Welt erkunden oder so, ne? Vielleicht ein paar PR-Stunts machen, ein bisschen durch die Welt fahren. Ein bisschen entdecken. Was es so auf dieser schönen Map gibt, aber was sehe ich denn da? Achso, das gehört noch zum Dings. Ne, oder einfach mal hier durch die Welt fahren und entdecken. Wurde ja auch gesagt. Deswegen fahre ich jetzt einfach mal hier lang. Also grob in die Richtung. Kann ich die umfahren? Okay. Aber komme ich irgendwie durch? Jawohl. So. Ich würde sogar vielleicht sagen, erstmal einfach alle Straßen entdecken. Oder abfahren. So auch die ganzen Events entdecken. Du hast dein Ziel erreicht. Wäre eigentlich zumindest ziemlich sinnvoll. Hier biegen wir mal ab. Du bist aber so ein bisschen off-road. Okay, Blitzerzone, glaube ich. Okay, das sieht geil aus. Ein bisschen stark hat die Kurve, aber ja, gut, das zählt ja noch. Du hast dein Ziel erreicht. Also nicht so schlimm. Jetzt schon mal, wo ich haben. Hui! Au! Die Oase, ja. Oh, nett hier. Du willst Lego-Dinosaurier im wunderschönen Lego-Wald suchen? Dann bring besser dein Lego-Fernglas mit und denke auch an deinen Lego-Erste-Hilfe-Kasten. Mach ich. Ganz bestimmt. Nur für dich. Extra nur für dich. Hier sind auch wieder doch ein paar Events, aber ich wollte ja eigentlich erstmal außen anfahren. Hier geht's nicht durch, weil es alle in Druck ist. Hier durch geht's, ne? Ja, so ungefähr. Okay, da ist auch schon wieder was Neues. Der erste dann. Das ist wahrscheinlich ein Blitzer, weil Driftzone, ich weiß ja nicht, was da so Sinn machen würde. Zack!
Oder könnte eine dritte Zone sein irgendwie? Kurze. Ja gut. Ich wollte eigentlich eher driften, aber naja gut, das habe ich jetzt einfach gesehen. War eher ein Unfall als ein Drift. Ja gut, ich meine, mit diesem Radstand driften ist aber auch nicht so die sinnvollste Idee, ne? Den hat so gefühlt gar keinen Radstand. Topspeed hier. Und hier nochmal. Hui! Ach du Heilige. Das war nur eine Beschleunigungsrampe, tut mir leid. Kleines Gemeinschaftsprojekt von mir und dem Lego-Team. Die tut genau das, wonach sie aussieht. Das ist noch eine. Da komme ich aber nicht mehr hin. Und ich wollte jetzt eigentlich anhalten hier. Wie viele Steine habe ich jetzt eigentlich gesammelt? Oh! Habe sogar gleich die erste Stufe erreicht, aber wenn das richtig gemein ist, machen wir nämlich erst in der nächsten Folge. Wie die Folge jetzt kommt, kann sein, dass jetzt jeden Tag eine Folge kommt oder was ich im Zweitagesrhythmus muss ich mal gucken. Aber ich freue mich auf die nächste Folge, ihr hoffentlich auch. Also danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss!